Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Schütze, zu deiner 3-Monats-Energie. Februar, März, April, Mai. Und ich weiß, es sind 4 Monate, aber wir sind ja schon im Februar und es geht in Mai hinein. So, das ist eine weltliche und eine spirituelle Legung, lieber Schütze. Und du bist jetzt, Gott sei Dank, der Letzte, den ich noch machen muss. Denn das sind immer ganz, ganz, ganz lange Tage, die ich hier habe. Ich spreche mittlerweile schon 11 Stunden für die zweite Hälfte. Aber du bist der Letzte, nicht das Letzte, sondern der Letzte. Und wir beginnen mit deinem Überblick, mit deiner Hauptenergie, die die ganzen Wochen überspannt. Und das ist Bewusstsein. Du wirst dir deines Lebens wirklich bewusst sein. Wir machen jetzt erstmal weltlich und dann kommt hier, es geht bei dir in deinem Leben in den nächsten Monaten um schlechte Gefühle, denn dein Glück ist der Vater. Also, warum der Vater dein Glück ist, weiß ich noch nicht, ist eine große Legung, kann auch dein Bruder, deine Schwester, deine Mutter oder sonst irgendjemand sein, aber vielleicht löst er auch immer wieder schlechte Gefühle aus, was dir jetzt bewusst wird, aber wir werden sehen. In dein Leben fließt oder durch die nächsten Monate fließt hier Zweifel. Also du hast hier wahrscheinlich schlechte Gefühle, was deinem Vater anbetrifft und auch Zweifel. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Dein Vater ist dein Glück, weiß ich noch nicht, was das zu bedeuten hat. Wirst du jetzt wahrscheinlich schon genau wissen, welche Person, dir naheste Person, du da mit schlechten Gefühlen oder Zweifel oder um und rum Zweifel hast, je nachdem. In deiner kleinen Familie kommt nämlich Sicherheit, die du aber auch anzweifelst. Also hier geht es um Sicherheit für deine kleine Familie und irgendwie ist etwas momentan nicht so, wie du es gern haben möchtest. In dein Leben ist nämlich Angst mit drin, die wahrscheinlich diesen Zweifel hervorrufen. Und dein Blindfleck ist, dass diese Angst wiederkehrend ist. Also die hattest du schon mal. Das ist eben eine wiederkehrende, so ein roter Faden, der sich durch dein Leben zieht, was du nicht erkennen möchtest. Und dein körperlicher Ausdruck ist Vertrauen. Also dein Körper vertraut dir sehr. Du vertraust deinem Körper, das ist schon mal sehr gut. Oder auch wieder, auch der ist wiederkehrend, dieses Vertrauen zum Körper. Und diese Angst vor dem Leben oder im Leben, was du jetzt hier schon langsam anzweifelst. Ja, das weiß ich natürlich jetzt noch gar nicht. Da muss ich erst mal gucken, was da so alles rumliegt. Ja, und warum du Zweifel hast, da muss ich jetzt ein bisschen außen vor lassen, weil ich es einfach noch nicht weiß mit dieser ersten Reihe. Mache ich diese erste Reihe mal spirituell und heißt diese schlechten Gefühle, das erste Haus spirituell heißt begegnen deiner Manifestation. Das heißt, auf irgendeine Art und Weise hast du diese schlechten Gefühle aus der Vergangenheit mit ins Jetzt gebracht. Hier ist aber spirituell das Göttliche in dir, da liegt der Vater drin. Das heißt, dein Kronenchakra wird hier aufgeweckt von der Quelle, sage ich jetzt mal, aber du zweifelst dran. Du zweifelst dran, dass das richtig ist, was jetzt hier mit dir passiert oder was du neu empfindest oder so, weil hier kommt nämlich eine starke Energie zu dir, die dir deine Sicherheit nimmt. Also auch spirituell gibt es sehr viel Angstthemen, Besetzungen und böse Geister und keine Ahnung, was nicht alles gibt. In der Esoterik, so im Großen Ganzen, wo du auch schon mal drüber nachgedacht hast, vielleicht ein bisschen mulmiges Gefühl hattest, vielleicht hast du schon mal Tischlrücken gespielt, wo du dann einen Geist rufst, zum Beispiel, das machen viele Junge, habe ich in meinen jungen Jahren auch gemacht, wo dann irgendwas passiert ist, wo man Angst bekommt, oder in krassen Fällen hast du da einen bösen Energie gerufen, die dann alles Mögliche gemacht hat, die nicht mehr gegangen ist, auch sowas gibt es. Kann aber auch sein, dass du ganz andere Erfahrungen hast mit Träumen oder. Das alles ist sehr spirituell. Und jetzt kommt hier eine Energie, die du anzweifelst und die auch Angst macht in deinem spirituellen Leben. Also im weltlichen Leben wie im spirituellen Leben wirst du irgendwo der Angst begegnen. Aber wir schauen jetzt mal weiter. Und wir schauen jetzt mal spirituell weiter und dann machen wir das Ganze weltlich. Dann ist es nämlich weltlich besser aufgedeckt.
Hier heißt es, begegne deiner Kraft und die liegt in der Partnerschaft mit deiner Quelle, denn das ist das Solarplexus Chakra, das ist das Stirnchakra, die sind sich wirklich, stehen sich als Partner gegenüber, dein Solarplexus Chakra gibt sehr viel Kraft, das hier habe ich vergessen, ist das alle eins in dir, das ist dein Sakralchakra, wo deine Bedürfnisse und so weiter entsteht und da bist du dir sicher, dass du da richtig bist, aber eben im dritten Augenchakra, da hast du dann Zweifel, weil das eben mehr von außen kommt. Aber hier ist die Stärke und Kraft wirklich der Partner von deinem dritten Auge. Denn deine wahre Natur ist jetzt erstmal die Aufregung, das heißt, du wirst aufregende Sachen erleben, du wirst dich aber auch sehr schnell aufregen. Die wahre Natur kann sich immer ändern, also bloß angenommen, du kannst gut zeichnen, gut Tennis spielen und was weiß ich, bist ein guter Schreiner. Alles drei sind Eigenschaften, die du mitbekommen hast, das sind eben die wahre Natur, die Eigenschaften, die du mitbekommen hast und kann natürlich sein, dass du dich auch gerne aufregst, dass das jetzt eben hervortritt. Denn deine spontane Energie ist eben die Heilung, also es ist hier eine positive Aufregung. Du möchtest hier diese Zweifel, die entstehen, diese Aufregung, die schlechten Gefühle wirklich heilen. Und diese Heilung wird auch spontan auftreten, wenn du dich wieder sicher fühlst. Denn das gesprochene Fühlen heißt hier unveränderbar. Das heißt, du wirst erkennen, du bist unveränderbar heil, du bist unveränderbar in Sicherheit. Du kannst dich auf deine Quelle, auf das, was du wirklich glaubst, an deinen lieben Gott oder was auch immer, dich wirklich verlassen. Das wird sich mit der Zeit einspielen. Die wird bewusst werden, was hier überhaupt, dass hier etwas Gutes passiert, deine Zweifel umsonst sind, obwohl die dich wahrscheinlich immer wieder begleiten werden, weil du sowas schon mal erlebt hast, sowas in der Art, keine Ahnung, was du erlebt hast, aber das Vertrauen kommt auch wieder, weil du hier eben wirklich spontan dann in die Heilung gehst. Dein Tun, dein spirituelles Tun wird das Körperliche sein. Das heißt, vielleicht spürst du es hier auch körperlich. Vielleicht geht es dir ja so wie mir es mal gegangen ist. Ich war im Schlafzimmer und da mache ich meine Meditationen und bin tief in einer Meditation, wie ich gemerkt habe, dass sich irgendjemand auf mein Bett setzt. Ich habe es richtig gemerkt, ich bin da gelegen, wie der sich so hingesetzt hat. Der hat mich praktisch weggedrückt. Und wirklich Kontakt, zwar die Bettdecke war dazwischen, aber ich habe den Kontakt gefühlt. Und ich spinne nicht, ich habe nicht geschlafen. Und ich habe auch gewusst, ich war hundertprozentig sicher, jetzt wenn ich die Augen aufmache und nachschaue, weiß ich, dass da kein Mensch sitzt. Und dass das Gefühl auch komplett weg ist. Das war in der Meditation und da war wirklich irgendetwas da. Ja, es war so. Ich bin auch schon angefasst worden und so weiter. Und das bilde ich mir nicht ein, weiß ich ganz sicher. Ich habe mich damals ganz, ganz still gehalten, hatte Herzklopfen bis zum Hals rauf bin so weit abgesackt, dass meine Meditation auch zu Ende war, dass ich in die tiefen Schwingungen kam und es irgendwann nicht mehr gespürt habe. Denn das war ein höheres Wesen zu spüren oder ein Astralwesen zu spüren oder was immer es war, ob das jetzt positiv oder negativ ist, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich es ja überhaupt nicht reingelassen habe. Und dass ich ja irgendwann nicht mehr gespürt habe, so viel Angst hatte, dass ich da gar nicht hinspüren konnte, ob das jetzt gut oder böse ist, brauchst du eine höhere Schwingung. Also wenn du die Astralwelt irgendwie bewegen willst oder dort sein willst, brauchst du eine höhere Schwingung. Und das ist, wenn du dann so viel Angst hast, verlierst du die hohe Schwingung und dann spürst du es nicht mehr. Also es kann auch so ein Erlebnis oder was ähnliches sein, dass dich hier in Zweifel bringt oder in Angst bringt. Jemals ist die Angst wiederkehrend, die hast du schon mal erlebt. Kann auch sein, dass du da ein bisschen ein Trauma davon hast, ein bisschen eine Erfahrung, wo du sagst, das habe ich körperlich schon mal gespürt, darum kam ich jetzt überhaupt drauf. Oh, ganz gefährlich. Aber es wird sich als positiv rausstellen und es wird in Heilung gehen, denn deine Weisheit ist eben die Vernachlässigung, indem du gemerkt hast, das hattest du schon mal, indem du die spontane Heilung erfährst. Und wieder Vertrauen kriegst in dir und deinen Körper, wirst du ganz schnell als richtig einordnen können, so sage ich jetzt mal.
hier, wie es jetzt hier ausschaut, ist es kein, ist der Zweifel nicht angebracht, denn die Heilung liegt sofort. Will ich aber nicht sagen, hier liegt auch die Angst drin. Vielleicht ist es auch begründeter Zweifel, der sich dann aber auch auflöst, weil du diese ganzen Lügen durchschaust. Denn die niederen Schwingungen sind eben Lügen, die kommen aus dem Zweifel, die kommen aus der Angst, aus der Lebensangst. Und wenn du das erkennst und als wiederkehrendes Phänomen erkennst, findest du Übereinstimmungen und so weiter, und dann kannst du auch dementsprechend dagegen handeln oder dafür handeln, je nachdem. Dagegen ist immer schlecht, also lieber dafür, dass alles gut ist. Also, im Leben heißt das nichts anderes, wie du hast auch mit dem Partner, mit deinem Vater, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, mit deiner Mutter oder was weiß ich was, mit wem, also eine nahestehende Person, der dir eigentlich gut gesinnt ist, mit dem du sehr viel Glück hast. Vielleicht war da ein schlechtes Gefühl drin, vielleicht war da Zweifel drin, weil irgendwas vorgefallen ist, eine Aufregung, auch die darf jetzt heilen. Du wirst merken, du bist wieder in Sicherheit, alles ist wieder gut. Diese Angst, was weiß ich, vielleicht den Vater zu verlieren, vielleicht war er im Krankenhaus oder, war unbegründet, kam schon wieder, oder dein Vater ist wirklich gestorben, auch das kann hier drin sein, und jetzt kommt dein Vater zu dir und du merkst es, dann ist auch die Heilung spontan da und die Angst auch wieder weg, oder, also das löst sich im Wohlgefallen auf, dein Tun wird der Körper sein, du wirst also viel für den Körper tun, weil du auch wieder sehr viel Vertrauen zu ihm hast, das auch wiederkehrt, dass er wieder gesund wird, diese Körperlüge und Vernachlässigung des Körpers, was hier liegt, wird sich auflösen, weil du hier Vertrauen kriegst und wirst sehen, dass die hier einfach sagen, das geht raus. Denn deine Weisheit ist, vernachlässige diese Lüge. Und da die Weisheit ja hier liegt, als die kommt in dein Leben die nächsten Monate, sollte es gut gehen. Wir werden es aber sehen. Wir machen jetzt einfach mal spirituell weiter. Das heißt hier Partnerschaft zu deinen Gaben, Partnerschaft zu deiner Stärke und Kraft. Und hier kommen wir zu deiner Stärke und Kraft. Und diese Partnerschaft wird dir sehr viel Mut geben. An dem Mut wirst du brauchen, diese Angst zu überwinden. Wo auch immer sie herkommt. Das kann was Großes sein, das kann was Kleines sein. Das ist jetzt völlig egal. Du erkennst nämlich hier dein Glück. Das ist sehr gut. Hier heilt auch dein Glück. Du merkst auch deine guten Gefühle, auch die Aufregung, dass es dein Glück ist, und so weiter. Also das wirst du alles erkennen und dadurch wird sich dein Leben durch ein Objekt verändern und das mag jetzt sein, was immer es will. Ein Objekt trägt zur Veränderung bei oder ein Objekt kommt durch die Veränderung, keine Ahnung. Es ist aber eine sehr glückliche Veränderung, die du auch möchtest, die dir Sicherheit gibt, was auch immer es sein mag, das wirst du selber wissen. Dein neues Leben, deine Veränderung bringt das mit sich oder wird durch das ausgelöst, wirst du wissen. Ich bin im Spirituellen. Dann haben wir hier dein Wurzelchakra und da siehst du schon, das Wurzelchakra ist auch ganz entspannt. Also wenn das jetzt wirklich etwas Böses wäre, wären die anderen Chakren nicht entspannt und deine Chakren sind bis jetzt alle entspannt. Du hast deine Partnerschaft mit dem Solarplexus-Chakra, mit deiner Kraft. Hier liegt deine Quelle in deinem Gaben drin, das heißt, du wirst hier unterstützt in dein All-Eins, was ja Körper, Geist und Seele darstellt, was eigentlich ein beseelter Mensch werden soll, der sich seiner Seele bewusst hat und auch diese Seele hört. Das ist ja das Streben von uns, gibt dir Sicherheit und hier kommt das Wurzelchakra, was dir wirklich relaxed Freizeit gibt. Also du bist gut verwurzelt, deine Chakren sagen alles in Ordnung und das wirst du auch im Leben spüren, aber lassen wir mal das Spirituelle weiter. Denn hier kommt Schicksal, Zufall. Das habe ich schon gesagt, ist dein Tun. Du wirst ein körperliches Tun haben, diese Zeit lang, diese Wochen lang. Und das hier ist Schicksal und Zufall. Da kannst du nicht drüber hinweg. Da kannst du nicht mehr wegschieben. Das kannst du nicht mehr unter den Teppich kehren. Da musst du jetzt hinschauen, das musst du erleben, erfahren oder was auch immer. Und das ist was sehr Positives, nämlich ein Geschenk bekommen. Und das Geschenk kann körperlich sein. Muss nicht, kann aber auch dieses Objekt sein, was eine Veränderung beifügt und so weiter. Und dieses Unveränderbare ist eigentlich dieses Schicksalzufallplatz und der sagt auch, hier wird gesprochen, hier wird geredet, auch mit dem Körper kommuniziert und das ist ein Geschenk, denn das Vertrauen kommt dem Körper wieder, kann aber auch eben ein anderes Objekt sein, was dein Glück fördert.
Dann haben wir den äußeren Einfluss. Auch den wirst du erkennen und dann vernachlässigen. Du wirst die Lügen im äußeren Einfluss erkennen. Welche Lügen lebe ich? Warum habe ich so viel Angst im Leben? Was ist mir da erzählt worden? Oder was hat sich in mir festgesetzt als Kind, als Jugendlicher? Oder. Das kann Erlebnis sein. Das können Geschichten sein, die ich als Kind gehört habe. Das kann eine ganz so wie gute Nachtgeschichte sein, die dich so gefesselt hat, die dir so viel Angst gemacht hat, die du als wahr angenommen hast und die jetzt mit dir rumschleppst. Und das ist schlichtweg eine Lüge. Also alles sowas kann hier drin sein. Und deine bewusste Verbindung zu deinem Vater liegt drin. Das wird dein Hobby. Das wird schön, weil du die Lüge vernachlässigen kannst. Du erkennst sie und weißt, okay, das ist alles Blödsinn. Muss ich nicht mehr haben. Zweifel und Angst dürfen rausgehen, weil ich es wirklich erkenne. Das ist sehr schön. Kommen wir ins Weltliche wieder. Das heißt, hier heißt Stärke und Kraft. Du wirst sehr viel Mut haben, dein Erfolg, dein Glück anzugehen durch ein Objekt. Das wirst du selber wissen. Hier kommt sehr viel ins Tun, positiv ins Tun. Glück steht dir bei. Im großen Erfolg, also großer Erfolg wird auch da sein. Wird sehr aufregend, positiv aufregend, auch wenn du dran gezweifelt hast. Dann, du selber liegst auf Freizeit, du weißt, du wirst also die nächsten 3 Monate vielleicht auch mehr in der Freizeit investieren oder die besonders im Augenmerk haben, weil denn du bist sehr bewusst, das darf nicht vergessen, hier geht alles um Bewusstsein, um bewusst zu erkennen und so weiter. Und ja, ein Geschenk wird dein Leben bereichern, denn dann auch erkennst du hier zum Beispiel, warum dein Hobby nicht so gefruchtet hat, deinem Leben liegt das Hobby im Berg. Das heißt, hier ist auch eine Lüge drin. Warum konnte ich mich nicht entspannen oder. Hat alles mit der Körperlüge zu tun, die sich irgendwie im Körper festgesetzt hat, auf irgendeine Art und Weise körperlich nicht so dolle war, weil hier das Vertrauen kommt jetzt erst wieder durch das Erkennen der Lüge, durch das Erkennen, ach, deswegen habe ich immer geglaubt, ich kann es nicht und dann wird dein Hobby auch wieder freier, was auch immer es sein mag. Dann haben wir hier, machen wir weltlich weiter, die Entscheidung und die Entscheidung ist vorbei und die Entscheidung der Lüge ist vorbei. Also die Lüge geht aus dem Leben raus und ich entscheide nicht mehr aufgrund dieser Lüge, sondern aufgrund meines Mutes, meines Glückes. Dann die Mäuse fressen hier auch den Kummer und Schmerz weg und das ergänzt sich jetzt. Ich entscheide, vorbei ist der Kummer und Schmerz, weil ich hier wirklich etwas erkenne. Vorbei ist die Lügen. Und der Kummer und Schmerz geht auch raus, den ich hatte, weil ich hier wirklich etwas erkenne. In der Liebe liegt deine Manifestation. Kann natürlich jetzt hier auch ein Liebeskummer sein, der jetzt vorbei ist, weil hier eine neue Liebe kommt oder weil sich die Partnerschaft wieder einringt oder. Aber die Liebe kommt praktisch so, wie du das gerne möchtest und die Partnerschaft ist hier große Freude, also Freude an sich, können auch eine Schwangerschaft sein, dass du eine Schwangerschaft wolltest, weil hier Kinder liegen in der Partnerschaft, was wiederum körperlich sehr viel zu tun hätte und so weiter. Ein Geschenk wäre auch wieder richtig, also alle, die schwanger sind, herzlichen Glückwunsch. Könnte es auch ein Kinderwagen sein. Okay, aber hier kommt für alle, die nicht schwanger sind, in der Liebe sehr viel Freude, weil hier manifestiert man sich die Freude. Hier sieht man die Freude der Gefühle, die Freude der Liebe an sich. Ein Geheimnis haben wir hier liegen und das sind Gespräche, Geheimgespräche. Ja, das ist eine körperliche Sprache, also die musst du jetzt nicht bewusst erleben. Du sprichst mit deinem Körper und er heilt oder er manifestiert sich. Also der Körper wird heile, du wirst endlich schwanger, der Körper wird heile, endlich vertraust du ihm wieder und die Freude kommt zurück in dein Leben, weil du dein Hobby wieder führen kannst oder. Also das ist hier sehr schön. Aber auch in der Partnerschaft kommt die Freude, weil man wieder miteinander spricht und das Sprechen als Geschenk empfindet. Das heißt, es sind wertvolle Gespräche, nicht so oberflächliche Alltagsgespräche. Dann haben wir hier die Nachricht. Die Nachricht heißt eben, hier ist eine Krankheit. Das ist genau das, was Kummer und Schmerz gemacht hat. Vielleicht hast du wirklich eine körperliche Krankheit. Hast du vielleicht noch Kummer und Schmerz, was aufregend, das darf jetzt eben vernachlässigt werden, weil du hier etwas sehr Positives manifestiert, die Krankheit ist vorbei, du erkennst den Grund des Wiederkehrens, warum das immer wieder kommt oder warum es überhaupt nicht weggeht, erkennst die Lüge und damit dürfte es dann auch wirklich vorbei sein, weil die Kummer und Schmerz ist ja auch vorbei, genau. Und dann kommt auch die Liebe wieder in die Partnerschaft, weil du manifestierst dich. Diese Krankheit kann natürlich auch im Leben liegen, dass ich wirklich Liebeskummer hatte oder so,
Also auch der ist vorbei. Es drängt sich bei mir bloß das Körperliche auf, weil es hier wirklich dein Tun ist. Also es geht um den Körper und ich hier wirklich etwas erkenne und dann ist der Schmerz vorbei, der eben jetzt zu vernachlässigen ist. Und dann liegt die Krankheit und das ist jetzt, ich lerne meine Krankheit erkennen, darf sie vernachlässigen, darf mich wieder den guten Gefühlen zuwenden. Und wenn du eine Krankheit nicht andauernd wegschiebst, wegschieben ist immer das, ist immer Kampf, sondern anfängst sie zu lieben und sagen, okay, du bist jetzt da, du darfst dich aber auch wieder wandeln, dann wird die weich, die Krankheit wird weich, die Energie der Krankheit wird weich und kommt dann immer viel besser zur Heilung. Und dann rede ich mit meinem Körper, bewusst oder unbewusst, lass uns mal hingestellt, und sage, hey, ich hab's begriffen, das muss alles nicht sein, die Angst darf rausfallen und so weiter, jetzt darfst du auch wieder heilen. Und dann wird das auch so geschehen, denn Kummer und Schmerz, der die Krankheit verursacht hat, geht raus und wird zur Liebe. Und hier ist die Partnerschaft, auch was alles in der Partnerschaft nicht richtig war, was uns krank gemacht hat, was die Gespräche vielleicht verhindert hat früher, alles darf jetzt wirklich auch heilen. Hier heilt auch meine Partnerschaft zur Freude von uns alle. Also das ist richtig schön. Spirituell heißt das, durchs innere Gefühl wissen, und dass es eben die Lügen auch vorbei kann sein, dass du das immer wieder mal probierst hast, reinzuspüren, ist das richtig, ist das falsch, und du hast immer die falschen Ergebnisse bekommen, weil hier eben eine Lüge war, du kannst das nicht, oder. Spirituell ist also diese Lüge auch vorbei und die sterbenden Einflüsse, Kummer und Schmerz drauf. Darunter liegt die Mutlosigkeit, das ist der Platz der Mutlosigkeit für die störenden Einflüsse. Und ich sage, Minus und Minus gibt Plus. Mutlosigkeit ist negativ, Kummer und Schmerz ist negativ. Negativ und negativ ergibt Plus. Sagt ja auch das. Also es wird sich alles ergeben. Du hast das Glück und den Mut, da wirklich hinzusehen. Nur dann kann es ja rausgehen. Hier haben wir dein Herzchakra, das dir jetzt wirklich diesen Körper vertrauen, was dir kommt, und auch die Gesundheit mit Sicherheit, die Heilung, siehst du ja, wirklich auch manifestiert, weil du eben hier diese Zweifel oder was auch immer es, diese Heilung verhindert hat, rausgeht zu deiner Freude. Und das ist deine Glaubenssätze. Durch diese Heilung, durch das Rausgehen von Kummer, Schmerzen, Erkennen der Lüge, ändern sich deine Glaubenssätze zu deiner Freude und werden positive Glaubenssätze, die dann auch was Positives manifestieren. Störende Energien sind Gespräche über Krankheiten, über Ängste, über Kummer und Schmerz, über keine Ahnung was, über Lügen, aber die werden jetzt eben erkannt. Also wird da wahrscheinlich von außen auch immer wieder Blödsinn erzählt worden ist, vielleicht auch über deine Krankheit, weil da liegt ja die Nachricht. Vielleicht hast du eine Diagnose bekommen, wo du jetzt erkennst, das ist überhaupt nicht so. Oder die Ärzte haben gesagt, das kann man nicht heilen. Auch das ist nicht so. Ich sage immer, und ich stehe dazu, wenn das ist von alleine gekommen, das geht auch von allein wieder weg. Also von allein lasse ich mal dahingestellt, aber es ist gekommen und darf auch wieder gehen. Also keine Krankheit bleibt für ewig. Da bin ich fest überzeugt davon, wenn ich es richtig anfasse. Und das spricht auch hier, denn ich erkenne es. Und im Partner liegt die Liebe, also der gibt mir sehr viel Kraft, sehr viel Rückhalt und bestärkt mich auch in allem, ob ich jetzt körperlich krank bin oder nicht, steht zu mir. Wir machen mal einzig weltlich fertig, das heißt, meine Grundschwingung heißt, ich starte jetzt, ich möchte es jetzt angehen, diese Zweifel, diese schlechten Gefühle aus meinem Leben zu bringen, Sicherheit zu erfahren, zu fühlen, zu leben und wieder glücklich zu sein, das möchte ich jetzt. Reingeborenes Umfeld sind einfach schöne Dinge manifestieren. Das heißt, du hast in deinem reingeborenen Umfeld, da wo du aufgewachsen bist, natürlich auch Kummer, Schmerz erlebt. Was aber rausgeht, da habe ich schon gesagt, ich glaube, diese Angst und Lebenslüge hast du schon lange, weil die immer wiederkehrend ist. Also wird sie im Kindesalter entstanden sein. Also hast du auch daheim gelernt, aber du hast daheim auch in deinem Umfeld gelernt, dass es schöne Dinge gibt, dass man auch das Leben schön machen kann. Und da du den Kummer und Schmerz auflöst, kannst du diese schönen Dinge auch leben. Deine Energieerhöhung ist das Wissen erlangen, also umso mehr Wissen du erlangst, umso mehr du rausfindest, warum du die Zweifel hast, umso mehr rausfindest, warum diese Angst überhaupt da ist, umso einfacher wird es für dich, das zu verstehen und einfach zu verabschieden. Weil das ist die Energieerhöhung, auch deswegen muss ich ja gar nicht mehr, ist ja nicht mehr. Also es ist richtig schön, hier gibt eines der anderen die Hand. Dann haben wir hier
Genau, dass es Wissen erlangen wird auch im Leben, für dich ganz wichtig sein, weil der Schmerz vorbei ist. Durch diesen, dass ein großer Schmerz, der dich immer an dir genagt hat, der dich immer aufgeregt hat, den irgendwie mit vernachlässigt zu tun hat und mit Krankheit, wirst du wissen, was das ist, da der vorbei ist, da der rausgeht in dein Leben, kannst du jetzt dich wirklich deiner Liebe zuwenden, und die Glaubenssätze gehen raus, dass das so sein muss, denn das sind ja die Lügen gewesen. Das heißt, dein Unterbewusstsein oder deine Wünsche werden sich in Freude verwandeln, automatisch, weil du da wirklich etwas abschließen kannst. Das ist richtig schön. Das sind auch, also deine Wünsche, du siehst hier, was haben wir da drunter liegen, habe ich vergessen, die Freizeit. Sicherheit, unveränderbar, Freizeit, Freude im Leben, Freude in deinen Wünschen aus der Vergangenheit, die jetzt im Positiven kommen. Dann haben wir hier 33, das ist deine Sicherheit im Leben. Das sind Emotionen, da kommen noch ab und zu Emotionen der Angst, der Zweifel, aber eben durch dieses Wissen wirst du es peu à peu aus deinem Leben werfen können. Bei Kommunikation wirst du immer wieder Emotionen erhalten, du wirst aber auch ein Geschenk in der Kommunikation vom Körper erhalten, rausfinden, warum sind die Emotionen der Angst im Körper, du hast nämlich die Emotionen der Angst im Körper, und mit Gespräche mit dem Körper, mit dem Arzt, mit dir selber oder kommt das immer mehr raus. Warum? Weil du wirst hier die Krankheit oder den Grund erkennen. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich, ja, wir sind ja eigentlich weltlich, ich bin jetzt schon wieder Blödsinn. Also, Kommunikationen, aber das ist auch eine ganz normale Kommunikation, ob du die mit dem Körper führst oder mit einem Freund führst oder mit einem Arzt führst, ist wurscht, man findet hier raus, was los ist. Okay, dann haben wir deine Finanzen, und da liegt dein Partner drin, der eigentlich hier liegt, in der großen Liebe, der hier in der Manifestation liegt, der hier wirklich wiederkehrend schützend zu dir steht wie ein Vater. Also das heißt, er ist sich seiner Rolle als Partner bewusst, der steht dazu. Vater liegt im Glück, kann auch sein, dass der Mann seinen Vater hochhält, viel von seinem Vater hält, aber er liegt ja im Geld, das heißt, er erkennt die Krankheit vom Geld, und die immer wiederkehrend, ja, bei mehr oder weniger ist, aber das geht ja alles raus. Hier kommt ja die Liebe zurück, und die Arbeit wird blockiert, aber das wirklich einmal ganz bewusst, du hast dein Bewusstsein auf dir liegen. Die Arbeit liegt auch hier in schlechten Gefühle, die werden blockiert, weil das Vertrauen auch jetzt in der Arbeit oder in dein Tun zurückkehrt. Ich mache jetzt mal weltlich weiter. Also Arbeit wird, ist eine Blockade drin, vielleicht bist du noch krank, kannst momentan nicht arbeiten, vielleicht hast du momentan keine Arbeit und deswegen schlechte Gefühle, aber vertraue, hier startet etwas Neues, oder die alte Arbeit wird wirklich mit Liebe und Freude wieder aufgenommen, denn hier geht der Schmerz raus. Also irgendwann geht der Schmerz raus, und dann wird es auch schön, und der Schmerz ist die Krankheit. Also der geht raus. Finanziell liegt dein Partner drauf, der wiederkehrend dein Vater schöne Dinge hat. Vielleicht ist es auch dein Partner, der immer wieder schöne Dinge ermöglicht, dir ein bisschen unter die Arme greift. Finanziell kann ja auch sein. Es kann aber auch sein, dass diese liebe Herr hier ab und zu mal gute Ideen haben, wo dann auch schöne Dinge ohne großen finanziellen Aufwand zu machen sehen. Der ist also sehr emotional. Er ist vielleicht auch sehr romantisch oder verträumt. Also Emotionen hat er. Und die kann er gut einsetzen, auch mit wenig Geld schöne Dinge zu machen, obwohl das Geld nicht schlecht liegt. Es liegt hier wiederkehrendes Vertrauen. Es liegt der Vater, und es liegen schöne Dinge, die jetzt starten. Also Geld liegt hier nicht negativ, weil die Krankheit vom Geld erkennen wir. Mit Gesprächen können wir es dann rausmachen. Und Gespräche zwischen dir und deinem Partner wird ja sowieso immer wieder erfolgen, und ihr werdet miteinander viel besprechen und reden, was ihr voneinander noch nicht gewusst habt. Also hier kommt einiges raus, aber eben mit Liebe. Diese Blockade, finde ich, geht raus, das sind diese schlechten Gefühle, weil jetzt das Vertrauen wieder startet, geht das auch irgendwann raus.
Aber es kann eben auch nur einfach sein, dass es hier heißt, du arbeitest momentan nicht oder deine Arbeit ist aus irgendeiner Art blockiert oder du hast eine Krankheit, dass deine Arbeit blockiert ist oder. Also ich glaube nicht, dass das wahnsinnig schlimm ist. Also sehe ich so nicht. Dann haben wir dein Umfeld, die werden schöne Dinge erleben. Hier wird irgendwas vorbei ist in deiner großen Familie, weil hier wirklich Glück liegt, was dir und deiner großen Familie zugutekommt. Hier kann man richtig schöne Dinge erleben. Liebe, habe ich schon gesagt, du darfst dich freuen. Hier manifestierst du wieder wirklich ein schönes Leben. Die Wünsche der Vergangenheit werden jetzt zur Freude manifestiert. Also hier darf sich einiges erfüllen und Liebe liegt ja eher auf deinem Partner. Hast du ein Tier? Ha, dann ist hier eine Lüge drin. Ja, also es könnte jetzt sein, dass du jetzt einen Pitbull hast, sage ich jetzt mal. Und Pitbull ist ja verschrien, das ist ein ganzer böser Hund. Das wäre eine Lüge, weil auch kein Hund ist böse, je nachdem, wie man ihn erzieht. Und wenn man Pitbull böse erzieht, dann ist er ein böser Hund. Also das wäre eine Lüge. Es kann aber auch sein, irgendeine andere Lüge, die mit deinem Tier verbunden ist, was du aber jetzt vernachlässigst, wo du wieder Vertrauen zu deinem Tier zurückkommt, den du erkennst, den Grund du erkennst, dass die Aufregung nur von außen zu dir kam, der Hund ist böse und was weiß ich nicht alles. Also diese Lüge geht raus. Willst du ein Tier und hast keins, dann schau mal, was du möchtest und schau mal, was alle anderen drüber sagen. Die werden dir sagen, na, um Gottes Willen, mach das ja bloß nicht. Das dann auch vor Arbeit oder der ist böse oder der ist blöd oder keine Ahnung. Auch das sind Lügen, die stimmen mit dir nicht überein. Da kannst du dann selber entscheiden und dich selber erfragen. Weil die erzählen dir hier Blödsinn. Also, und du wirst das aber erkennen. Deine kleine Familie ist in Sicherheit, obwohl du Zweifel und Angst hast. Aber das haben wir ja schon gesagt, diese Zweifel werden dich zwar das Ganze, die ganzen Wochen begleiten, das dauert ein bisschen, bis die raus sind, aber diese wiederkehrende Lebensangst geht raus, weil hier eine körperliche Heilung liegt und diese Lebensangst hat sich bei dir körperlich festgesteckt. Und du hast hier Kummer und Schmerz und Krankheit ist vorbei. Und diese Lebensangst kommt nur durch den Zweifel. Angst ist ja ist ja eigentlich gar kein Gefühl. Angst entsteht durch. Du zweifelst an Gott und die Welt, keine Ahnung, an dein Leben, an deiner Sicherheit und kriegst dadurch Angst. Und sobald du merkst, nein, du bist sicher, fällt die Angst weg. Also wiederkehrende Angst der Sicherheit, mein Gott, was passiert jetzt, wenn der Krieg kommt, was passiert, wenn das Geld noch weniger wird, was passiert dann, das ist so eine Angst, die grundsätzlich da ist, die dich immer wieder zweifeln lässt, aber sobald du erkennst, nee, das ist nicht so, fällt die Angst weg. Diese Angst ist keine Energie, die entsteht durch etwas und immer wieder bei dir, aber durch das, dass du immer mehr Vertrauen kriegst zu dir selber, auch zu deinem Körper, dass du das auch körperlich schaffst, dass du dein Alleins, deine Ganzheit in Sicherheit ist, dass du immer unterstützt bist und so weiter, weil du bist sehr unterstützt, wirst du immer mehr und mehr die Angst als Emotion der Zweifeln erkennen und dann auch eigentlich ganz schnell loslassen können. Ja, das war das Leben spirituell. Ja, hier kommt großes Bewusstsein zu dir, was dir auch sehr viel Heilung bringt. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was da drunter liegt. Schöne Dinge, glaube ich. Na, Freizeit, genau. Du wirst bewusst runterfahren, dir Auszeiten geben, deinem Körper Auszeiten geben, die er braucht zur Heilung, denn ihr heilt etwas. Die Heilung wird spontan passieren. Also ich bin der Meinung, dass du wahrscheinlich da schon öfter, schon länger etwas machst. Aber durch dieses Erkennen, wo die Lüge liegt, wo die Krankheit überhaupt herkommt, durch dieses Geschenk des Erkennens kannst du bewusst etwas gegen diese Schmerzen, gegen diese Krankheit tun und dann kommt spontan die Heilung. Das heißt, es kann sein, dass du heute was tust und morgen komplett gesund bist. Das kann aber sein, dass du morgen was tust und übermorgen und überübermorgen. Und erst am fünften Tag kommt sich schon langsam eine Heilung. Das kann langsam gehen, das kann schnell gehen. Aber hier heißt spontane Heilung, sollte relativ schnell gehen. Nur sie kann da zum Beispiel ein bisschen dauern, bis sie einsetzt. Also das muss man ein bisschen selber hieß. Hab das Vertrauen, das kommt. Also hier kommt körperliche Heilung. Wo auch immer du dein körperliches Problem
hast, weil das ist dein Tun und das ist Schicksalszufall. Dieses Körpergeschenk musst du, nein, darfst du jetzt wirklich annehmen. Das kannst du gar nicht vorbei. Dieses Geschenk wirst du erkennen und wird dich auch wieder zu deinem Hobby führen. Und das ist doch auch was Schönes, falls du es nicht mehr tun konntest. Du hast den Mut, jetzt wieder hier das Glück im Leben zu sehen durch ein Objekt. Da ist der Kummerschmerz vorbei und jetzt beginnt wirklich neues Vertrauen. Schöne Dinge, durch die du Wissen erlangst und ganz bewusst durch dein Leben gehst. Und das ist richtig, richtig schön. Warum der Vater hier oben liegt, das ist auch, er wird Heilung erfahren. Der Vater, die Mutter, der Bruder, je nachdem wer es ist, wird hier Heilung erfahren. Auch wenn man es anzweifelt. Also da, glaube ich, musst du dir auch keine Aufregung machen. Hier liegt großes Glück im Erfolg liegt wirklich Glück, weil du den Mut hast, wirklich hinzusehen, weil du den Mut hast, den Kummer und Schmerz zu verabschieden und du kannst ihn erst verabschieden, wenn du ihn angenommen hast, wenn du ihn wirklich erkannt hast und so weiter. Und dann beginnt wirklich jetzt ein schönes, schönes Leben. Du siehst, du kannst mit Sicherheit das manifestieren, mit viel Gefühl, was du aus Herzen möchtest und was du dir in der Vergangenheit schon gewünscht hast. Vielleicht ist es ja dieses Objekt, das als Geschenk kommt oder, keine Ahnung. Hast du Unterstützung von deinem Partner, auch wenn er vielleicht ein bisschen blockiert ist oder so. Aber wenn du erkennst, vielleicht seid ihr beide ein bisschen krank oder nicht ganz auf der Höhe, wenn du erkennst, was ist, dann erkennt es auch er, weil dann, das ist ein Mechanismus zu erfahren, warum der Körper nicht gesund werden will oder was überhaupt los ist, wenn ich das erfahre, wenn ich diese Angst oder was auch immer in mir ist, löse und der Körper wird dann wieder gesund, kann ich jemand anders viel besser helfen, weil mein Vertrauen ja dann da ist und ich merke, okay, ich habe das gemacht, mein Körper hat, oder ich habe immer geglaubt oder ich habe den Kummer und Schmerz immer und immer bei mir getragen, jetzt habe ich ihn endlich losgelassen, wo auch immer er herkam, da war eh eine Lüge. Und seitdem geht es mir besser. Dann kann man da auch da besser hinschauen. Denn auch hier wird eine Krankheit erkannt. Das kann jetzt eine sein, das können aber auch zwei sein. Das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Auf jeden Fall, der Mann ist ein bisschen blockiert, dein Partner ist ein bisschen blockiert. Ich würde jetzt sagen, vielleicht ein bisschen gehandicapt. Aber da redet man dann auch drüber. Und die Liebe liegt ja eigentlich recht schön. Deine Partnerschaft liegt noch in der Transformation. Die wird wieder schön, wenn du es möchtest. Also du kannst doch bewusst deinen Partner blockieren, weil die Liebe so krank ist, dass du es nicht mehr willst. Kannst du natürlich machen. Die Partnerschaft transformieren, dann ist sie weg. Und dich einer neuen Liebe zuwenden, auch das könntest du tun. Könnte bei einem oder anderen sogar der Vater die neue Liebe sein nach deiner Heilung. Auch das ist möglich. Aber bei vielen wird es nicht so sein, weil hier wirklich sich ganz viel auflöst. Bei vielen ist der Partner wirklich eine Unterstützung. Er liebt, vielleicht kann er auch die Liebe nicht so zeigen, die Gefühle nicht so draus lassen, aber durch diesen, was ihr beide miteinander erlebt, durch diese Heilung von dir, und die ist ja mit Sicherheit da, kann auch Heilung in ihm entstehen. Du siehst es ja, Vaterheilung, du, Gespräche, Mann. Also vielleicht auch ist der Vater der Auslöser, darum liegt der Vater im Glück. Der konnte da irgendwas heilen und du sagst, schau mal, hey, ich habe immer geglaubt, das ist jetzt vererbt und das ist jetzt einfach so, jetzt hat es der Vater weggebracht, dann bringe ich das auch weg. Oder. Also hier entsteht Heilung und das ganz spontan und die kommt mit Sicherheit. Bei dir auf jeden Fall, beim Partner kann es kommen, aber er auch, da wird erkannt, warum die immer wiederkehrt oder warum die Blockade überhaupt da ist. Und man kann auf jeden Fall etwas dagegen tun. Die Blockade liegt auch noch in der Berufung. Das heißt, man will da jetzt hinschauen, man will das lösen. Jetzt, man will wieder Vertrauen haben und keine schlechten Gefühle mehr. Darum glaube ich nicht, dass hier irgendetwas Schlimmes passiert. Ganz im Gegenteil, glaube ich, diese Blockade wird gelöst, weil es in der Berufung liegt. Ich möchte jetzt unbedingt, dass das rausgeht. Und hier liegt viel Glück und Mut, also es liegt alles da, was du brauchst, um ein schönes Leben zu haben. Ein Geschenk, da kannst du nicht vorbeigehen und das ist was sehr Positives. Du siehst selber, die kleine Runde hier liegen lauter Heilung unveränderbar im Körper, ein Gespräch der Freude und dann manifestierst du ein Objekt, weil jetzt alles heil sein darf. Spricht für sich, hier kommt was Schönes auf dich zu und du wirst einiges lesen können in deinem Leben. In diesem Sinne, mein lieber Schütze, wünsche ich dir alles Liebe. Habe die Ehre.
Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.